Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel hier auf meinem Kanal. Hier ist euer Stürmi und heute Österreich gegen Nordmazedonien. Ja, da denke ich, wird das Spiel locker hier Österreich gewinnen mit David Alaba. Ja, da würde ich sagen, schauen wir mal, was hier drin ist. Wie das Orakel ausgehen wird, meine ich. Und wir starten in die erste Halbzeit. So. Auf geht's. So. Wir haben hier Langley für die Franzosen. Haben wir Belgien Lukaku. Wir haben hier Ungarn Soloi. Dann haben wir Slowenien Chosovski. Haben wir hier Finnland Jensen? Haben wir hier Schottland Christie? Haben wir hier für die Spanier Sergio Busquets als Fans Favorite? Und dann haben wir noch für Finnland als Key Player Kamara. Ja, noch kein Tor gefallen in der ersten Halbzeit bis jetzt. Hoffen wir mal, dass es jetzt besser wird. Ja, denkt dran, eure Tipps in die Kommentare. So, schauen wir mal, was jetzt passiert. Wir haben hier für die Tschechische Republik, also Tschechien, Janko. So, haben wir hier Schweden, Jansson. Für die Türkei haben wir hier Meras. Für die Niederlande haben wir hier Ake. Dann haben wir hier für England Trippier. Für die Ukraine haben wir hier Zygankov. Dann haben wir hier das Schwedentrikot. Und dann haben wir hier Kroatien als Power Trio. Modric, Kovacic und Brozovic. Ah, die finde ich echt geil. Ja. Und somit war es das mit der ersten Halbzeit. 0-0 zur ersten Halbzeit. Ja. Echt nicht so schön. Ich hoffe, dass das im Real Life nicht so ist. Ja, da würde ich sagen, wir starten auch direkt in die zweite Halbzeit und los geht's. Solle. Auf geht's. So. Wäre jetzt gut, wenn wir irgendwie einen Österreicher oder sowas ziehen würden. Wir haben hier für Nordmazedonien Ademi und somit das 1 zu 0 für Nordmazedonien. Ja, moin. So. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber egal. Haben wir hier für Russland Fernandes. Für England haben wir Sterling. Dann haben wir für Russland Zobnin. Für die Deutschen haben wir Julian Brandt. Dann haben wir hier für Portugal Patricio als Fans Favorite. Dann haben wir hier noch für Spanien Alvaro Morata als Goal Machine. Und wir haben die Invincible. Die Invincible in einem Orakel. Jawohl, alter Falter. Hier ist England drauf mit Arnold. Dann haben wir Lukaku für Belgien. Dann haben wir Szczęsny für die Polen. Und dann haben wir noch Bruno Fernandes für wen spielen wir? Spiele für Portugal? Ich weiß nicht. Bruno Fernandes? Ich weiß jetzt nicht genau. Tut mir echt leid. Ja, und dann geht's weiter hier. Ups, so. Es geht weiter mit. Oh, hier Polen, Robert Lewandowski. Huhuhu. So, da haben wir hier Wales mit Roberts. Dann haben wir Frankreich, Hernandez. Wir haben hier Italien, Immobile.
Dann haben wir hier Tschechien, Kral, Portugal, Cristiano Ronaldo. Dann haben wir hier Belgien, Axel Witzel. Und wir haben hier für Spanien Sergio Ramos als so eine Shining Card oder wie sich die nennt. Ja. Also man sieht den Spieler erst, wenn er, also wenn es dunkel ist. Ja, und somit ist das Orakel beendet. Das Orakel sagt 1-0 für Nordmazedonien. Ja, moin. Ja, kann ich nichts machen. Also, ich würde natürlich sagen 2-1 für Österreich. Tja, also denkt dran, eure Tipps in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.